So, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei der Green Hell. Hallo erstmal zusammen. Letzte Folge haben wir relativ viel geschafft. Wir haben quasi den Dschungel mehr oder weniger bezwungen. Wir haben jetzt hier angefangen, unser neues Lager zu bauen. Und wir haben relativ viel entdeckt. Also, wir haben hier diese Spuren entdeckt. Dann haben wir dieses Dorf entdeckt. Und wir können hier diesen Ayahuasca-Trank machen, um entsprechend unseren Gedächtnisverlust zu bekämpfen. Das werden wir, glaube ich, diese Folge auch mal angehen. Ich weiß gar nicht, haben wir hier gar kein Bett gebaut? Ich glaube nicht, ne? Ach doch, hier. Wir werden mir nicht mal eben schlafen. Und dann würde ich sagen, machen wir diese Folge mal so ein bisschen eher... Ja, ja, komm. Diese Folge machen wir eher so ein bisschen storylastig. Und werden entsprechend, ja, ich würde sagen, diesen Trank brauen. Und dann werden wir diesen Trank, gut, das trinken wir auch nochmal eben. So. Haben wir irgendwas Essbares noch? Nö. Nö, haben wir ja nichts. Gut, wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu diesem Dorf und werden entsprechend diesen Trank brauen. Haben wir eigentlich irgendwelche Verletzungen gerade noch? Achso, ja, nach wie vor hier diesen Schwachsinn. Gut, da müssen wir, glaube ich, wieder uns nochmal neu diese Maden holen. Da habe ich jetzt aber mittlerweile einen Trick hier raus. Und zwar, können wir einfach Fleisch vergammeln lassen und dann können wir da auch Maden rausziehen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas hier erjagen. Hallo, was ist hier denn passiert? Die nehmen wir aber mal mit, wa? Also wie gesagt, der Plan für diese Folge ist, dass wir ein bisschen in der Story weitergehen. Die nehmen wir mal mit hier. Die kann man ja immer gebrauchen. Und dann, habe ich diesen Lehmmischer gebaut? Ja, ne? Fantastisch. Ja, wie gesagt, wir gehen ein bisschen in der Story weiter. Wir werden die Folgen jetzt auch mal so ein bisschen, denke ich, abwechseln, dass wir mal Story-Folge machen, dann wieder Baufolge. Ich meine, irgendwann ab einem gewissen Punkt der Story ist, glaube ich, das Bauen nicht mehr das Relevanteste. Ich meine, wir können natürlich auch einfach nur bauen, hier immer quasi so richtig Survival-mäßig. Aber eigentlich wollen wir das Spiel ja schon spielen, oder ich zumindest, um die Story zu spielen. Und wie gesagt, ich glaube, dass von diesem Trank her schon relativ viel sich dann ergeben wird. So, die... Ja, der haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Jetzt sind sie halt auch weg. Wer gibt hier Laute von sich? Irgendjemand läuft da. Du. Hä? Was ist er denn? Irgend so ein ekliger Frosch, ne? Ich glaube, der wird uns vergiften, wenn wir... So, den haben wir aber sauber erlegt, Freunde und Freundinnen. Wieso können wir den jetzt hier nicht looten? Jetzt. Wie gesagt, einen Teil davon werden wir kochen. Den anderen Teil werden wir bewusst vergammeln lassen, um entsprechend dann die Maden daraus zu ziehen. Damit wir endlich diese dämliche Wunde heilen. Und so, wir machen mal hier. Geh weg. Das Ding auch wieder voll. So, ich habe eben ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich denn erzählen? Achso, genau. Also wir können natürlich auch so reine Survival-Aufbausimulation machen. Aber wie gesagt, mir geht es daran, dass wir hier die Story weiterverfolgen. Weil die soll ziemlich cool sein. Und auch unerwartet, wurde mir gesagt. Also ich dürfte mich nicht wundern, wenn hier Dinge passieren, die kein Mensch so erwartet hätte. Oh, der ist schön festgebackt, den holen wir uns. Oder auch nicht. Da rennen wir jetzt nicht wieder durch die letzten Deppen. Wo ist es hin? Es muss hier irgendwo verendet sein, Freundinnen und Freunde. Das gibt's doch nicht. Ja, guckt man hier mal eine Sekunde nicht hin. Und dann ist das Vieh weg. Egal. Ach, da ist unser Speer wieder. Oder hatten wir zwei? Oh, Bananen. Die essen wir mal.
höre hier noch irgend so ein Vieh. Da, direkt vor uns. Sehr guter Wurf, würde ich sagen, oder? Sehr, sehr guter Wurf. Wirklich ein hervorragender Wurf in der Stelle. Da kann ich mich selber nur loben. Das war also... Und vor allen Dingen auch ja sehr freundlich gegenüber dem Tier, ne? Ich meine, es ist direkt tot. So, es muss nicht leiden. Sondern es ist einfach direkt... Ja, wie soll man es... Da ist noch einer. Ah, jetzt sind wir überladen, Mist. Wir müssen uns mal eben waschen. Und wir haben irgendwelche Verletzungen offensichtlich. Ne, ich glaube, die Lupe ist da wegen dieser, ja, wegen dieser Nekrose da an einem Arm noch. Das werden wir jetzt letztlich nicht ändern können, ne? So, ich würde sagen, wir kochen hier entsprechend wieder unser Süppchen. Und dann, wie gesagt, gehen wir in das Dorf und kochen diesen Trank. Ich will halt nur vorher endlich diese blöde Nekrose da weg haben. Das geht mir so auf den Senkel. Aber was ist denn hier los? Ach, unser Feuer war abgebrannt, okay. Dann machen wir ein neues. Kleine Stöcke haben wir jetzt nicht. Mist. So, da packen wir die ganzen Knochen rein. Aber ich denke, einen gewissen Teil werden wir auch wegschmeißen, weil so viel Knochen brauchen wir aktuell nicht. Das schmeißen wir weg. Schmeißen wir auch weg. Das brauchen wir auf jeden Fall. Diese Reißzähne, auch sehr wichtig. Eine Fischgräte haben wir ja gesagt, behalten wir. Das tun wir auch hier hin. So, die zwei würde ich sagen, lassen wir vertrocknen. Die beiden, die kochen wir dann nachher. Ja? Jetzt haben wir schon wieder Durst. Ah ja. Kleine Stöcke. Oh. Das war knapp. Ich wäre da beinahe einfach reingelaufen wie so ein Dummi. Also eigentlich muss es hier irgendwie was geben, weswegen... Da. So, jetzt sollten die gleich abbauen. In der Zeit, wo ist denn unsere Axt hin? Ach, auf 4. In der Zeit werden wir uns mal kleine Stöcke gleich besorgen, damit wir unseren Lagerfeuer aufbauen. Hier. Zwei, drei, vier, fünf. Können wir hier eigentlich kleine Stöcke raussammeln einfach? Ja, perfekt. Komm, hau ab. Ach, mich dünkt, ich habe aber nichts mehr zum Feuer machen, oder? Nein. Das heißt, wir brauchen irgendeine Phase. Die kriegen wir immer aus den Palmen. Manchmal kriegen wir hier auch so vertrocknete Blätter raus. Schauen wir erstmal kurz, ob wir hier was rauskriegen. Bananenblatt. Okay, das braucht man schon mal nicht. Ja, Freunde, so schnell kann es gehen, ne? Also, eigentlich wollten wir nur schnell eben dann zum Trank nachher. Jetzt sind wir hier schon wieder endlos beschäftigt mit irgendeinem Killefit. Ja, gut. Trinken wir jetzt hier eben schnell was. Gut, dann fällen wir jetzt hier so eine Palme. Da kriegen wir ja auf jeden Fall immer Fasern raus. So, die müssen wir mal schauen, die sind ja meistens hier irgendwo. Können wir eigentlich auch Palmblätter sammeln? Was kriegen wir denn da raus? Also,
Da ist schon mal eine Faser. Quatsch. Himmel, der Gott. Da ist... noch eine Faser. So, dann nehmen wir aber die Holzscheiter auch auf jeden Fall mit, wenn wir hier schon mal welche haben. Also das ist wirklich... gut. Kommt, haut ab. Die schmeißen wir hier hin. Gut, und dann machen wir jetzt noch schnell ein Feuerchen. Und zwar mit dem guten Handbohrer. So, komm. Sehr, sehr gut. Und dann legen wir da wieder entsprechend... Ach Gott, nein! Das war genau die falsche Stelle. Sowas Dämliches. Ja, das wird hier, glaube ich, noch 100 Jahre dauern, Freunde und Freundinnen. Ach Gott, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Vielleicht ist in der Zwischenzeit auch noch endlich unser Fleisch vergammelt, dass wir da die Maden rausholen können und dann endlich unseren Arm verarzten. Wäre natürlich extrem hilfreich. So. Also auf ein neues. Ich glaube, wir kommen diese Folge nicht mehr dazu, diesen Trank zu machen. Leider zu viel versprochen. Machen wir dann aber definitiv in der nächsten Folge. Nur wie gesagt, ach so. Was ist denn hineinsteckt? Ach, guck mal an. Wir können die Kohle da in das Feuer legen. Und dann brennt das länger oder wie oder was? Nee. Gerade, vielleicht muss ich das davor irgendwie auf dem Boden legen? Nee. Oder ist das immer nur einmal möglich? Ja, egal. Wir werden es herausfinden. Jetzt vorsichtig. Nicht wieder das Feuer. Sehr gut. Das ist in 7 Stunden verdorben. Sehr gut. So, da kochen wir hier ein schönes Süppchen raus. So, direkt trinken. Und nochmal trinken. Jetzt weiß ich, wofür man die Kohle braucht. Dann ist das Feuer einfach entsprechend länger an. Das ist natürlich... ja, gut zu wissen. So, wir können natürlich in der Zwischenzeit mal hier... die brauchen wir ja sowieso da oben. So, jetzt würde ich sagen, damit die Zeit einfach schneller rumgeht, schlafen wir eben nochmal, bis das Fleisch vergammelt ist und holen dann die Maden da raus. Sieben Stunden müssen wir pennen, ne? So, das passt. Da, sehr gut. Und jetzt können wir das hoffentlich... Da sieht man, Maden. Machen wir nochmal. So, und dann schauen wir uns wieder unseren kaputten Arm an. Ich habe mir übrigens sagen lassen, weil ich habe mal gesagt, boah, wie widerlich da so die Maden. Das muss ja richtig heftig sein. Aber es ist tatsächlich so, dass es therapeutische Maden wirklich gibt. Also das wusste ich bislang nicht. Also es gibt tatsächlich auch in der heutigen Medizin noch... Alter. Therapeutische Maden. Wo entsprechend
Jetzt habe ich den Faden verloren. Es gibt therapeutische Maden, wo tatsächlich wirkliche Maden auf nekrotisches Gewebe gesetzt werden. Also nekrotisches, abgestorbenes Gewebe sozusagen. Und die fressen auch wirklich dann nur das tote Gewebe weg. Also das ist wirklich krass, finde ich. Da denkt man dann nicht irgendwie so, die fressen einen lebendig aus, sondern nein, die fressen wirklich gezielt das tote Gewebe ab. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich stark, also. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt brauchen wir gleich aber auf jeden Fall wieder so einen Verband. Das heißt, wir müssen hier uns schon mal... Ich glaube, das ist hier eine Tabakpflanze. Nee, ist es nicht. Scheiße. Aber das ist so eine Molinari-Pflanze, oder wie die heißen. Auch nicht. Aber das... Nee, glaube ich auch nicht. Also ich finde das stark mit diesen therapeutischen Maden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, das ist hier so eine Molinari, oder? Hallo? Hallo? Sag mal. Oh, shit. Ey, das seriously? Das gibt es doch jetzt nicht. Jetzt ist die dumme Axt kaputt gegangen. Aber ich will auch eigentlich auch nur den... Diese Pflanze mit diesem... Dings da haben. Also hier, genau die vor uns. Weil das ist doch so eine Molinari-Pflanze, oder nicht? Ach, sag mal. Dann nehmen wir diese hier. Habe ich jetzt irgendwas hier kaputt gemacht? Wieso kann ich denn jetzt diese Pflanze hier nicht mehr abbauen? Verstehe ich nicht. Wir machen jetzt erstmal die Egel weg hier. Ah, jetzt müssen wir das mal nicht verbinden, seht ihr? Aber dazu brauchen wir logischerweise einen Verband. Aber ich verstehe nicht, das ist ja hier definitiv so eine... Molinari oder wie die heißt da? Warte, ich guck's jetzt nach, bevor ich sie tausendmal falsch ausspreche. Molinaria. Die sieht so... Ach nee. Das war die falsche Freundin und Freunde. Hätte da mal sagen können. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ich möchte doch nur so eine dumme Molinaria-Pflanze da haben. Oh, oh. Aber wir sind gewappnet, Freunde und Freundinnen. Auch diesem Jaguar werden wir den Garaus machen. Was gesehen? Alle wirklich. Wer will uns da noch das Wasser reichen? Gut, Bananen sind auch immer gut. Die essen wir mal direkt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen immer noch diese dämlichen Molinaria-Pflanzen. Wahrscheinlich bin ich schon an Tausenden vorbeigelaufen. Aber ich sehe es einfach nicht. Da! Molinaria-Blatt. Was haben wir denn jetzt schon wieder hier im Magen? Parasiten? Tatsächlich, wo kam der denn her? Okay, herstellen. 3 Verbände, sehr gut. So, und jetzt können wir endlich diese wunderbare Wunde verbinden. Alle wunderbar ist sie ja nicht, sondern extrem dämlich.
So, das haben wir gemacht. Ja, jetzt ist leider auch schon mehr oder weniger die Zeit fast rum, ne? Also, wie gesagt, das mit dem Trank machen wir dann doch eher nächste Folge. Ich glaube, ich habe mich verlaufen, oder? Nee, hier müssen wir lang. Wie gesagt, werden wir... Oliver, ist er? Ach Gott. Bei denen erschrecke ich mich immer am meisten. Vor allen Dingen, weil die dann dieses Quack-Geräusch machen. Da erschrecke ich mich jedes Mal so heftig. Gut, wir kochen hier eben noch das Fleisch von dem Vieh. Erstmal waschen wir uns nochmal kurz. Ja, also wie gesagt, leider haben wir das mit dem Trank doch nicht gemacht, aber wichtig war halt, wie gesagt, erstmal die Wiederherstellung unserer Gesundheit, dass wir entsprechend diese Maden bekommen und entsprechend die Wunde versorgen können. Das haben wir ja erfolgreich auch geschafft, muss ich sagen. Während des Ganzen haben wir sogar noch eine Großkatze getötet, also das war schon alles sehr, sehr stark. Ach komm, dich nehmen wir auch noch mit, wenn du da schon so dumm stehst. Würde ich sagen. Gut, wieso kann ich den jetzt nicht looten? Jetzt. Ich hoffe, wie gesagt, trotzdem, dass die Folge euch Spaß gemacht hat. Wie gesagt, wichtig war jetzt erstmal die Wiederherstellung unserer Gesundheit. Jetzt haben wir endlich männlich. Okay, jetzt schmeißen wir hier diese dämlichen Knochen, schmeißen wir jetzt mal weg. Jetzt haben wir männlich endlich wieder, dass die Gesundheit unten, ihr seht es rechts oder links unten, dass die Gesundheit sich regeneriert. Und wir entsprechend, da kommt den Baum auch nicht. Wir entsprechend, ja, langsam aber sicher wieder auf unser Max-Level an Gesundheit gehen. Das heißt, im Umkehrschluss, warum ist das Feuer jetzt schon wieder aus? Ist das so schnell runtergebrannt? Das ist ja der Wahnsinn. Krass. Ja, was heißt das im Umkehrschluss? Ich habe den Faden verloren tatsächlich. Weiß ich auch nicht mehr. Irgendwas wollte ich sagen. Ja, ich habe tatsächlich den Faden komplett verloren. Egal, wie gesagt, wir werden jetzt hier noch zum Abschluss schnell ein neues Feuer bauen. Wir werden uns hier wieder in Schrittgeschwindigkeit zum Unterstand bewegen. Aber ich habe nicht verstanden, warum das so schnell abgebrannt ist. Lag das an der Kohle? Also macht die Kohle tatsächlich das Feuer schneller? Ich dachte, das Feuer brennt dann langsamer. Merkwürdig, merkwürdig. Ein kleiner Stock fehlt, verdammt. Wieso sind wir so heftig überladen? Egal. Wir werden es nie herausfinden, denke ich. Komm, komm. Okay, jetzt machen wir noch schnell hier das Feuer wieder an. Wo war hier das? Also wie gesagt, das mit den Maden habe ich jetzt verstanden. Auch das mit dem Hallen. Ihr seht ja unten links auch, die Dings ist wieder auf komplett hergestellt. Ich kann heute wirklich nicht gut reden, es tut mir leid. Die Gesundheit ist wieder maximal hergestellt. Also nicht maximal, so da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, der Balken könnte ja bis hier gehen, aber wir haben zumindest wieder den Balken komplett gefüllt. Was läuft denn hier eher ab? Ist eigentlich egal. Kochen nochmal schnell hier den Tiger. So, die Bananen essen wir auch noch schnell. So. Ah, guckt, mit gutem Essen können wir unsere Lebensqualität wieder hochziehen. Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir so einen dummen Parasiten, woher auch immer. Aber woher? Ich verstehe es nicht. Egal, wir werden uns gleich schnell noch so einen Pilz organisieren. Ach, das machen wir eben jetzt schnell. Weg mit dir. Die wachsen ja hier irgendwo auf diesen Ästen. Oder auch nicht. Hier. Nee, die, aber die sind auch gut. Deswegen heißen die auch gut. Das wiederum sind unbekannte Pilze. Merkwürdig.
Ich will doch nur so einen antiparasitären Pilz jetzt schnell haben. Ah, da. Können wir den jetzt von den Bananenparasiten kriegen? Den werden wir garantiert nicht anfassen. Ja, guckt, aber dann können wir wirklich mit dem guten Essen unsere Gesundheit wieder auf Maximum hochkriegen. Komm weg mit dir, Idiot. Sehr, sehr gut. Also diese Folge, muss ich sagen, ist wirklich gut gelaufen. Wir haben die Wunde erfolgreich geheilt. Wir haben Verbände noch auf Vorrat. Wir haben einiges an Essen gemacht. Gut, wir sind absolut nicht weitergekommen mit dem Bauen, aber das ist ja auch nicht schlimm. War ja auch eine, wie heißt das, Gesundheitsherstell- und Loot-Folge. Eigentlich sollte es eine Story-Folge werden, die machen wir dann in der nächsten Folge. So, jetzt trinken wir schnell noch hier Ditte. Nein! Ach Gott, war das dumm. Okay, wir werden die letzten beiden Fleischstücke auch noch eben in der Suppe verbraten. Und dann werden wir ja, die Folge beenden, Freunde und Freundinnen. Aber bleibt dran, vielleicht passiert noch was Spannendes, man weiß ja nie. Ach man. So, das rein. Das ist eine neue Pilzart, die werden wir jetzt nicht ausprobieren. Alle von den Bananen haben wir keine Parasiten gekriegt. Okay, das trinken wir noch schnell. Weil jetzt sind wir wirklich, seht ihr es, Freundinnen und Freunde, wir sind wirklich Maximum Energy, Maximum Health. Das heißt, wir können nächste Folge wirklich komplett beruhigt in die Story gehen. Das heißt, das wird ziemlich heftig werden. Also wie gesagt, nächste Folge definitiv Story-Folge, verspreche ich euch. Wir machen als allererstes diesen Trank, werden herausfinden, was dann alles passiert ist. Warum ist eigentlich unten die ganze Zeit? Achso. Wie gesagt, wird auf jeden Fall der Knaller. Dann sage ich jetzt zum Abschluss nochmal schnell vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.